Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die meiner Meinung nach Top 3 traurigsten Anime vor. Und dann labern wir hier gar nicht zu lange um den heißen Brei und beginnen mal mit meinem Platz 3. Mein Platz 3 ist Angel Beats. Ja, Angel Beats ist zwar ziemlich viel Comedy, aber gegen Ende wird der Anime wirklich sehr traurig. Deshalb ist er hier auf meinem Platz 3. Platz 2 ist Anohana. Die meisten Leute würden den Anime jetzt auf Platz 1 setzen. Ich mache das nicht, weil ich habe den Anime zwar als traurig empfunden, aber ich war nicht so traurig wie beim Platz 1, weil der Anime meiner Meinung nach etwas zu kurz war, um eine wirkliche Bindung mit den Charakteren aufzubauen. Aber ansonsten ist der Anime wirklich gut und ich empfehle ihn wirklich jedem, der einen traurigen Anime sehen möchte. Und mein Platz 1 ist definitiv Clannad Afterstory. Also die zweite Staffel von Clannad. Wer sich den angucken möchte, sollte sich zuerst aber auch die erste Staffel angucken, weil sonst die Bindung zu den Charakteren nicht groß genug ist. Und ich würde dann sagen, dann war es das hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video und ciao.